Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, wir sollten uns erstmal noch eine Weile ins Bett legen, denn ich will ja für die kommenden Abend... Oh, fuck! Ich wollte eigentlich für die kommenden Abenteuer gerüstet sein, jedoch dieser Assassine der dunklen Bruderschaft meint, dass mein Schlaf anscheinend nicht wichtig genug ist. Von daher werde ich ihn jetzt erstmal lähmen, den Penner. Und werde ihm ordentlich einheizen und... Da das Spiel sich wohl dachte, dass es eine gute Idee ist, den Kerl direkt in meinem Bett spawnen zu lassen und ihm dadurch nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren, was eigentlich ein bisschen sehr lame ist, wenn ihr mich fragt. naja, kann ich nicht ändern. Was ist das denn? Geschnitzter Ebenerzwurfpfeil, 2000 Drachenwert, wiegt aber gar nichts. Coole Sache, her damit, her damit. Ja, und die ganze Rüstung werde ich auch komplett einsacken, denn die bringt nun mal echt Kohle. Die Typen spawnen mir direkt ins Gesicht und von daher, ich nutze das schon aus. Meine Magie ist nun wirklich nicht sonderlich hoch aufgeladen, das ist echt schade, aber... Ach, das wird wohl erstmal hinhauen. Dann wollen wir uns doch mal direkt wieder in die Außenwelt begeben. Und dieses Mal gehen wir der ersten Diebesgilden-Quest nach. Und zwar sollen wir Honigmund Habasi einen Diamanten besorgen. Und sie meinte, dass Nakaria von Weißhafen, glaube ich, soll Diamanten besitzen. Von daher statten wir doch mal der hübschen Dame einen Besuch ab. Also ich denke mal einfach, dass die Dame hübsch ist. Und entwenden ihr diese kostbaren Dinger. Ja, Nakaria, Alchemistin. Sehr schön. Hallo, liebe Liebenden. Ist das hier ein groß... Ah, da ist er ja. Nakaria von Weißab. Ich schätze, es ist meine Pflicht, denen zu helfen, die weniger haben als ich. Du bist vielleicht groß, aber weniger als ich hast du wahrscheinlich nicht. Obwohl, wenn du Diamanten hast, wirst du wohl ein bisschen Geld haben. Gerüchte hast du nicht wirklich. Finstere Gestalten, die Kamona Tong. Ansonsten, Nakaria von Weißhafen. Ich bin Nakaria. Wie kann ich euch helfen? Du kannst mir helfen, indem du mir mal generell zeigst, wow, du hast verdammt viele Tränke im Angebot, das finde ich cool, das merke ich mir für später. Und auch sehr, sehr viele alchemistische Sachen, nicht nur diese ganzen Kalzinierofen-Geschichten und so weiter, sondern auch einfach Diamanten, ganze 6 Stück und Eissalze. Okay, wenn ich mal später spezielle Tränke oder Zutaten brauche zum Brauen von Tränken, werde ich mich an dich wenden. Du Wache, bleib mal schön da unten und ich räume hier oben die Bude aus. Na, das ist auch ein Deal. 3 Draken. Und hier haben wir eine kleine Kiste, die verschlossen ist, aber die wird mich nicht davon abhalten. 3 Diamanten. Sehr schön. Danke sehr. Die Firma dankt. Obwohl, wenn ich schon mal hier bin, hier sieht er mich nicht. Quarma-Eier, noch mehr Quarma-Eier. Und da drin? Häckselblatt. Her damit. Dankeschön. Das hätten wir erledigt. Wir können wieder raus. Und zurück zu Honigmund Habasi, stecken ja diesen Diamanten sonst wohin und dann ist sie glücklich. Da fällt mir eigentlich noch was ein. Hier ist ja der Balmora-Tempel. Und der Tempel ist eine weitere Fraktion, der wir beitreten können. Und das hat wirklich einen Sinn und sollte man auch wirklich möglichst früh in Angriff nehmen. Denn das, ich sag mal, es stört vor späteren Komplikationen. Generell kann man in dem Tempel auch sehr, sehr viele tolle Zaubersprüche lernen von denen, wenn man denen angehört. Hier scheint keiner unterwegs zu sein. Oh, eine leere Kiste. Wow. Wollte ich schon immer mal haben. Brauche ich auch nicht. Aber hier war doch jemand drin. Ilin Faveran. Tempel. Wie heißen die nochmal? Ich weiß gar nicht. Kann ich gleich drauf ansprechen. Naja, du kannst handeln und Gegenstände verzaubern. Das ist sehr praktisch. Vor allem Gegenstände verzaubern werde ich später des Öfteren einsetzen. Da kann man sich ziemlich, ziemlich mächtige Dinger zusammenbauen. Hier gibt's nichts zu holen. Ne, zumindest nichts, woran ich jetzt leicht rankommen könnte. Noch nicht. Später habe ich Mittel und Wege, an fast alles ranzukommen, woran ich möchte. Draken, unbedeutende Seelensteine, Trank der Präsenz, bringt Geld. Noch mehr Krimskrams, noch mehr, her damit. Trank der Frische, wieder Geld. Sehr schön. Doch, nein, genau, oder doch? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Person kann ich mich nochmal im Tempel anschließen? Ich muss noch jemanden suchen, der wichtig aussieht. Bist du das? Hast du irgendwas mit Tempel? Du
kannst mir die ganzen Sachen trotzdem schon verkaufen, das ist gut, aber sie mag mich nicht wirklich. Ich hab ja gesehen, 32 Sympathie. Hier ebenso. Das bringt mich nicht weiter. Ich brauche jemanden, der mich direkt darauf anspricht und sagt, möchtet ihr dem Tempel beitreten? Aber naja, wenn sie nicht hier unten war, sind sie halt oben. Tap, 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 tap. Da, du siehst doch wichtig aus. Du hast eine hübsche Robe. Nein, ich glaube nicht. Feldrelo Sadri. Willkommen, mein Kind. Möchtet ihr dem Tempel beitreten? Jawohl. Ihr seht vielversprechend aus. Vielleicht könnt ihr uns von Nutzen sein. Möchtet ihr uns beitreten oder wollt ihr zuerst unsere Doktrin vernehmen? Ja, her damit. Eure vierfachen Aufgaben verpflichten euch gegenüber Glaube, Familie, Meistern und allem, was gut ist. Erfüllt heilige Aufgaben und bringt Glanz über den Tempel. Versündigt euch niemals gegen eure Brüder und Schwestern, in Wort oder Tat, denn wir sind alle eins. Wenn ihr es versäumt, diese Ideale aufrechtzuerhalten, müsst ihr mit einem Meister oder Patriarchen reden, um von euren Missetaten befreit zu werden. Möchtet ihr immer noch beitreten? Na klar! Und schon mag sie mich deutlich, deutlich mehr. Ihr seid nun ein Laie der Tempel. Willkommen, Bruder Alex. Ich bin einer der verschiedenen Meister, zu denen ihr gehen könnt, um eure Aufgaben zu bekommen, und wenn ihr euch gut aufführt, wird eurer Beförderung in der Tempel nichts im Wege stehen. Und die Aufgabe, die der Tempel generell erstmal für mich hat, ist, ich sag mal, sehr umfangreich, aber auch echt cool gemacht. Bevor ich euch weitere Aufgaben erteile, solltet ihr euren Glauben beweisen, indem ihr die Pilgerreisen der sieben Gnaden unternehmt. Nehmt dieses Buch der Pfad des Pilgers. Es beschreibt, wo sich die Stätten der Pilgerreise befinden. Kommt zu mir zurück, wenn ihr diese Pilgerreisen beendet habt. Ich warne euch, obwohl die meisten dieser Reisen einfach sind, sind jene zur Geisterpforte und die zum verfluchten Mann um einige schwieriger. Vielleicht solltet ihr diese zuletzt unternehmen. Die Pilgerreise. Wo haben wir's? Der Pfad des Pilgers. Der Pilger muss jeden der Schreine der sieben Gnaden besuchen. Richtig, wir müssen sieben Orte aufsuchen. Der Pilger muss auf jeder Seite des dreiseitigen steinernen Triolithen stehen und die Inschrift lesen. Um die Aufgaben des Pilgers zu erleichtern, hat der Tempel diese Liste der Schreine veröffentlicht, zusammen mit einfachen Anweisungen und Ratschlägen. Der Segen dieser Schreine dauert mindestens einen halben Tag an. Die Felder von Kumu, der Schrein der Kühnheit und so weiter, das sind wirklich sieben Orte und dieses Buch ist nicht umsonst 16 Seiten lang, allein schon um die ganzen Wegbeschreibungen zu erläutern. Das wird uns auf jeden Fall eine ganze Weile beschäftigen. Du hast Zaubermann-Angebot, das gefällt mir. Was hast du denn Hübsches? Pestresistenz, Ausdauer wiederherstellen. Ja, warum nicht? 10 Punkte für 20 Sekunden auf sich selbst, das heißt 20. Ist das besser als mein Zauber? Wahrscheinlich, oder? Ja, der ist besser. Also her damit, das war doch hier, Velots Gnade. Wiederherstellen, Kram. Gewöhnliche Krankheit heilen, habe ich das schon? Hatte irgendwie hier Gegengift hatte ich schon. Krankheit anderer heilen hatte ich schon. Aber nichts, um mich selbst von Krankheiten zu heilen. Also her damit. Wie wir extremen Pest heilen. Puh, ganz schön teuer. Naja. Sind wir mal nicht so. Freie Handlung, Lähmung heilen. Das ist so ein Quatsch. Ganz simpel, wenn ich gelähmt bin, kann ich nichts mehr machen. Hier habe ich einen Zauber, mit dem ich Lähmung heilen kann. Ist das genial, oder? Lebensenergie herstellen für andere. Tja, warum nicht? Für Escort-Missionen später kann das sehr nützlich sein, wenn die Typen immer wieder mal in Kämpfe geraten. Dann kann man die Leute heilen und ja, erhöht die Chance, dass man die Mission auch überhaupt erfolgreich abschließt. Dann hier war doch noch einer. Hast du Zauber? Nee, mit dir kann ich bloß handeln. Möchte ich aber gerade nicht. Ach, und generell, scheiß auf den Tempel. Bis wir die Pilgerreisen der sieben Gnaden unternehmen, das dürfte noch eine Weile dauern, denn die dauert wirklich. Und bis dahin möchte ich generell mit euch lieber so von sich aus die Welt ein bisschen erkundet haben. Und ja, das ist so der Grund. Und daher gehen wir jetzt mal zurück zu Honigmund Habasi und geben ihr Diamanten. Wird sie doch bestimmt freuen. Ihr dürft sprechen. Und wenn sie dann einen Auftrag hat, der mich nicht durch Balmora schickt, werde ich wohl der Hauptquest weiterhin weiterfolgen. Aber fasst euch kurz. So, weiter. La 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 la. La la la. So, dort ist die Südwaldtaverne, ne? Genau.
Und die ganze Diebesgilde bietet mir natürlich auch jede Menge Ausbildung an. Zum Beispiel er hier, Schleichen, Blocken, mittlere Rüstung, viele, viele tolle Sachen. Worum handelt es sich? Worum handelt es sich? Habt ihr einen Diamanten für Habasi gefunden? Ihr habt einen Diamanten hier für Habasi? Ja, hier. Ja, ein Diamant. Habasi wird sich um alles kümmern. Habasi kann euch nicht bezahlen, bevor Habasis Freund Habasi bezahlt. Aber Habasi hat diesen Trank für euch. Ein Schattentrank. Sehr schön. Beförderung? Niemand stellt eure Fertigkeiten, also ich muss noch mehr Arbeiten erledigen. Alles klar. Habasi will den Schlüssel zum Haus Nerano. Okay. Habasi will den Schlüssel zum Haus Nerano. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Wer hat den Schlüssel? Andres Nerano hat einen Schlüssel. Habasi denkt, Neranos Diener Sovor Trandl in der Ratstaverne hat einen Schlüssel. Er verschwendet seine ganze Zeit und sein Geld in der Ratstaverne drüben beim Stickstreiter. Aha. Andres Nerano lebt in der Nähe von Nerkarias Laden. Sein Haus befindet sich am großen Platz im Ratsviertel. Sera? Aber Ratstaverne war da nicht, was? Klingelt's bei euch? Hm. Wir hatten auch diese Quest von Larius Vario, dass wir diese finsteren Gestalten erledigen sollen. Genau. Und sie von der Ratstaverne sollen die doch drin sein. Wurde uns auch schon von mehreren erzählt. Diese vier Typen. Das dürfte doch nicht weiter schwierig sein für einen unglaublich gut ausgebildeten jungen Mann wie uns. Na gut, was heißt unglaublich gut ausgebildet? Wir haben schon ein bisschen was drauf, aber wir sind noch lange keine wirkliche Naturgewalt, wie wir sie später sein können. Später sind wir wirklich mächtig, schnell, stark und weise und clever und alles. Pity ist auch schon hellauf begeistert, wenn wir soweit sind. Sagt, was ihr wollt oder verschwindet. Tanelenwählers? Ich will überprüfen, ob das einer von denen ist. Er hat doch den Namen für uns, oder? Sind die Kamona Tong? Ich dachte, er hat mir einen Namen genannt. Ach, ich hätte die Diebesgilde fragen müssen. Ich kann den Typen ja mal ansprechen. Oh, der mag mich nicht wirklich. Kamona Tong. Wir sind nur eine Vereinigung von Geschäftsleuten. Wir sind Dummer und wir sind stolz. Ah. Du gehörst zu denen. Hundertprozentig. Was hier die Danatmine? In der war ich doch schon mal. Die Ebenerzmine? Sie wurde vor langer Zeit aufgegeben und ihr Standort vergessen. Angeblich beschwor einer der Minenarbeiter einen Daedra. Doch vielleicht solltet ihr mit Nileno Dorwein im Hause des Lalurate sprechen. Echt jetzt? Cool. Die Mine habe ich gefunden. Ha, ihr Standort ist vergessen? Also, die ist nicht weit von Balmora, ne? Ihr hättet nur mal ein bisschen gucken müssen. Ha, ihr Idioten. Na gut, dann werde ich das später mal machen. Doch erstmal, ich raste eine Stunde, damit wenigstens meine Ausdauer ein bisschen aufgefüllt ist. Gut. Das hat funktioniert. Und jetzt werde ich dem Typen mal ein bisschen reizen. Wie wär's mit Drohnen? Gescheitert. Gescheitert. Ich versuch's mal so, den Bildschirm zu bewegen, dass ich beim Klicken darauf sofort auf Drohnen komme. So. Das muss nämlich das, zwei oder drei Mal muss diese Einschüchterung klappen. Und dann greift der Typ mich an. Und dadurch habe ich auch kein Kopfgeld, denn ich möchte nicht einfach den Typen hier einfach so erschlagen. Das kommt nicht gut, so viel kann ich euch verraten. Das Problem ist, meine Wortgewandtheit ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, nicht wirklich hoch und wahrscheinlich deutlich niedriger als seine. Sodass meine Versuche irgendwie alle nicht hinhauen. Scheiße. Bei dem hier dauert es mir ein bisschen sehr lange. Dann suche ich mir doch mal wen anders. Puh. Sovor Trandl, der Name sagt mir was. Ich glaube, du gehörst zu denen. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, was ich auf jeden Fall noch ganz genau weiß, dass sie hier unten zu denen gehört. Madrade Tirith. Mal gucken, ob ich es bei der eher schaffe. Man kann ja Glück haben, ne? Kamona Tong. Wir sind. Ja, genau. Du gehörst zu denen. Okay. Drohnen. Erfolgreich. Einmal war es schon erfolgreich, das ist gut. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich es bei dir oft genug schaffe, damit sie mich angreift. Ah! Komm schon. Das war doch jetzt schon viermal. Hilfe. Das ist irgendwie unterschiedlich, wie oft man das machen muss, damit es zum Angriff kommt. Komm schon, das war eben das fünfte Mal. Komm schon. Oder ist Spotten erfolgreicher? Ich weiß das gar nicht. Muss ich Spotten machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, Drohnen ist genau, geht genauso, aber Spotten klingt irgendwie sinnvoller, oder? Dass er dann eher sauer wird, wenn es nur funktionieren würde. Das ist halt so das Problem.
Ach, komm schon. Komm schon. Spotten ist anscheinend noch schwerer. Ich glaube, mit Einschüchterung ist echt falsch. Ich muss doch spotten. Das war jetzt total umsonst. Also wieder ein bisschen höher. Ja, ich weiß, das hier ist nicht sonderlich cool. Spannend ist es erst recht nicht. Aber so kann ich die Typen dazu bringen, mich anzugreifen und nicht andersrum. Sonst habe ich ein Kopfgeld am Arsch und das ist nicht wirklich praktisch. So viel kann ich euch verraten. Vielleicht werde ich das eure beenden. Seht ihr, Sport war doch, ist doch das Richtige. Ich habe mich schon gewundert. Dafür hat sich meine Wortgewandtheit endlich mal erhöht. Das ist ein Charisma-Punkt, den ich mir gleich mal notieren werde. Spotten, komm schon, das klappt doch. Ich glaube, lange dauert es nicht mehr. Ja, das reicht. Lebt wohl. Jetzt müsste sie mich angreifen. Mach das mal. Jetzt werdet ihr sterben. Magie widerstanden? Alter. Geht doch. Wow, ganz schön bissig, die Dame. Hält was aus. Boah, macht ihr einen Schaden. Was geht ab? Sie hat eine hübsche, verzauberte Klinge anscheinend. Ich muss mich heilen. Was geht ab? Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sie sich so gut wehren kann. Also hier Morgenlufttrank kann ich schon mal nehmen, aber vor allem Genesungstrank ist mir gerade ein bisschen lieber. Her damit. Komm schon. Viel gehört nicht mehr dazu. Das Problem ist, komm mit hoch und dann greifen dich deine Freunde greifen mich dann glaube ich auch an, wenn die das sehen, oder? Komm her. Komm schon, greif mich an. Komm schon. Interessiert das deine Freunde gar nicht? Oh, leichte Rüstung. Tja, Geschicklichkeitspunkt, schön. Schön. Tja, leider haben deine Freunde mich gar nicht angegriffen. Warte mal, blocken. Das war nochmal Geschicklichkeit. Junge, es geht aber auch ratzefatz wieder mal. Und du hast ganz schön viele Sachen. Die Klinge, so viel Schaden macht die gar nicht. Aber dadurch, dass sie so oft angreifen konnte, so schnell mit der Kurzwaffe, hat das sich halt geleppert. Teures Amulett, schön. Oh. Lauter Dietriche und Sonden. Ha. Allein jetzt hat es sich ja schon richtig gelohnt. Puh, war aber auch anstrengend, muss ich sagen. Das war echt keine leichte Übung. Das heißt, die Leute hier sind nicht gerade die leichtesten. Und ich denke, ich werde so ein bisschen Magie... Ja, Arkan-Trank mal so billigen. Ein bisschen Magie werde ich schon benötigen. Vor allem benötige ich die jetzt, um mich hier noch so ein bisschen zu heilen. Warte mal, ich hatte doch... Wie wächst Gnade, oder wie hieß das? Ja... Na, lieber erstmal den. Da ist die Erfolgschance höher. Genau. Noch einmal. Ja, war klar. So. Da nochmal Quick Save und gucken. Wer von euch ist das denn noch? Marasaren. Kamonaton? Ja, du gehörst zu denen. Alles klar. Dann spotte ich dich mal direkt in deinen Tod. Ja. Komm schon. Ich klick mich hier doof und dämlich. Das reicht. Schön, dass es reicht. Ich habe auch keinen Bock mehr. Es gibt kein Entkommen. Jetzt werdet ihr sterben. Und jetzt greifen noch ganz viele auf einmal an und ihr seht die Zeilen aus. Lieber nur einen Gegner gleichzeitig, kann ich empfehlen. Also möglichst nur einen. Ha! Das war doch schon mal gar nicht so schwer. Oh, die hat Gift. Die hat Gift auf ihrer Waffe, das gefällt mir nicht. Hier, Genesungstrank, wo haben wir es denn? Her damit. Und das werde ich jetzt mal zurückschlagen. Ich werde jetzt selber giftige Berührung auf dich zaubern. Du Olle. Hier. Nimm das. Ist fehlgeschlagen. Nein. Hier, nochmal. Standard-Arkan-Trank zum Auffüllen. Hey, der Schaden ist gar nicht so verkehrt.
Leider jetzt nicht ganz so hoch, wie ich mir erhofft habe, aber naja. Du mieses Stück. Du mieses Stück. Du machst einen Stress. Jetzt werdet ihr sterben. Oh, Langwaffe. Ah, wieder ein Stärkepunkt mehr. Immer willkommen. Dann mal ein bisschen jetzt hier. Ein Eisbiss. Aua, oh. Der tut dir weh, hä? Huh? Aber du tust mir auch gerade ganz schön weh. Vivex Gnade war das. Oh, und Pestheilen auf sich selbst hatten. Oh, verbraucht 100 Magie, so viel habe ich nicht mal. Aber dazu später. Genesungstrank, sonst verrecke ich. Und ich heile mich nochmal selbst. Wow, der ist effektiv, der Zauber. Der ist ja richtig gut. Cool, dass ich den gekauft habe. Gott sei Dank. Puh. Das war nicht leicht. Du hast echt ein hübsches. Ein echt hübsches Stahlschwert. Damit könnte ich doch eigentlich meins, das nicht verzaubert ist, eigentlich mal ersetzen, oder? Gift 3 bis 7 Punkte? Her damit. Kannst du das Stahlschwert hier haben? Dafür habe ich jetzt keine Verwendung mehr. Wo haben wir es? Stahl-Viper-Schwert. Cool. Sonst noch was? Nee. Hast du noch irgendwas? Normale Pfeile, ein paar Fackeln. Nichts wirklich Interessantes, aber hier war noch einer. Sovor, Trandel. Stellung. Oh, das tut weh, hä? Huh? Mitleid brauchst du von mir aber nicht erwarten. Es gibt kein Entkommen. Ach, weißt du was? Für dich habe ich noch mal so was Spezielles parat, nämlich so einen leckeren Eisbiss direkt in deinen Hintern, wenn es mal klappen würde. Oh, das tat bestimmt weh. So, Wortrande, was hast du denn? Das Leben der Heiligen. Schlüssel für Haus Neano. Hey, den sollen wir noch für die Diebesgilde besorgen. Balmora-Führer, teures Hemd. Das werde ich direkt mal anziehen, wenn das hat einfach mehr Wert als meins. Und der Vorteil dadurch ist, dass die Leute mich dann darauf ansprechen, dass ich gut gekleidet bin. Und das kommt später gut an. Bei Leuten, die darauf stehen, glaube ich zumindest. Extravaganter Gürtel. Kann ich ihn auch tragen? Tatsächlich. Ja, die Handschuhe jetzt nicht. Da habe ich ja selber wirkliche Rüstungshandschuhe. Und die Hose können wir wohl gerne tauschen. Will vor allem, dass du überhaupt eine trägst. Nicht, dass ich wieder hier deinen Schwengel sehen muss. Das will ich gar nicht. Den Rest kann ich verkaufen. Und so. Du gehörst anscheinend nicht zu denen. Dein Glück. Aber es waren noch 5 Typen. Also bist du, Tarnelen Velas, wohl der Letzte. Und ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, aber das kriege ich hier, glaube ich, hin. Spotten. Komm schon, das kriege ich mit Sicherheit hin. Aber irgendwie ist deine Wortgewandtheit anscheinend am höchsten von den allen. Oder es ist einfach nur eine Glückssache, ne? Das kommt ja immer dazu. Währenddessen schaue ich gerade mal hier meine Skill-Tabelle an, also... Ich brauche echt mal eine Willenskraftsteigerung. Vielleicht sollte ich das langsam mal trainieren. Komm schon. Ach, komm schon. Oh, das ist so eine Geduldsprobe. Aber keine Angst, Leute, so oft wird das im Spiel nicht vorkommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als ob das hier 1000 Mal passieren wird. Nur, es bewahrt mich vor Ärger, wenn ich das diesen Weg hier einschlage, anstatt das Ding einfach anzugreifen. Ja, ich bin erbärmlich, ich weiß es. Ja, beende doch endlich mein Leben. Oder versuch's. Ich warte doch nur drauf. Ja, es reicht. Finde ich auch. Ihr Enver. Boah, was hast du denn für eine Axt? Stirb! Ach du Scheiße. Der macht mir ja schon so ein bisschen Angst, ne? Okay, die Ladungen sind alle. Also gibt es das Eisenfunkenschwert. Hier, Willenskraft. Ist, glaube ich, Zerstörung ist doch Willenskraft. Von daher werde ich dich mal ein bisschen trainieren. Oh, 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 oh. Nein. Du tötest mich jetzt nicht. Wehe. Das kannst du schön knicken, mein Freund. Sofort 2 dicke Genesungen. Oh, einen zumindest. Und einen billigen noch hinterher. Und oh Gott. Überleben. Boah, ein Glück. Eure Wunden sind zahlreich. Magie ist alle. Aufladen. Schnell. Ihr Enver. Einmal noch. Nein. Komm schon. Einmal, bitte. Puh. Junge, Junge, Junge. Zwergenstreitaxt. Okay, angesichts des Gewichts bringt die jetzt nicht so viel, aber wow, der hat ganz schön damit zugeschlagen. Das tat echt weh. Wow, du hast jede Menge Schmiedehämmer. Nicht schlecht.
Aber ja, jetzt bin ich komplett und hoffnungslos überladen. Aber mal eben benutzen. Immerhin. Ja. Das ist doch auch ganz sinnvoll. Und schön zuhören, ob ich neben zwischendurch mal eine Schmied aufsteige. Tatsächlich. Schmied, ein Punkt, also ein Stärkepunkt. Und weiter damit. Oh Mann, heute ist echt der Tag der Klickorgie. Tut mir echt leid, Leute. Interessant ist das nicht, aber es ist sinnvoll. So, puh. Hey, ich habe sogar so viele verbraucht. Ich habe von 10 Stück habe ich nur noch 2 übrig. Ho, nicht schlecht, nicht schlecht, Alex. Hat sich gelohnt, alles klar. Von daher würde ich aber auch sagen, das reicht doch für diese Folge von Let's Play Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann.